Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ruhrpott-Folge, in der wir uns heute mit der Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Recht beschäftigen wollen. Meine Damen und Herren, die Rechtsmasse der Bundesrepublik Deutschland ist in zwei große Blöcke aufzuteilen, nämlich das Privatrecht und das öffentliche Recht. Diese Unterscheidung ist nicht zwangsläufig vom Himmel gefallen, sie prägt aber unsere Rechtsordnung in weiten Teilen. Insbesondere hängt an der Unterscheidung auch die Entscheidung über den richtigen Rechtsweg. Während privatrechtliche Angelegenheiten zu den ordentlichen Gerichten, Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof gehen öffentlich-rechtliche Streitigkeiten insbesondere zu den allgemeinen Verwaltungsgerichten, also Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Oberverwaltungsgericht in Münster, Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Also ist klar, es ist wichtig, zwischen diesen beiden Bereichen zu unterscheiden. Und man könnte das sich einfach machen und sagen, naja, immer dann, wenn eine Behörde, immer dann, wenn der Staat beteiligt ist, dann ist es eben öffentliches Recht und wenn nur Private beteiligt sind, dann ist es Privatrecht. Richtig daran ist, dass das Privatrecht der Rechtsbereich ist, der zwischen uns Bürgern, zwischen natürlichen Personen, aber auch zwischen juristischen Personen des Privatrechts und natürlichen Personen gilt, also von dieser Gleichordnung der Rechtsunterworfenen geprägt ist, während das öffentliche Recht eben die Rechtsbeziehung zwischen dem Staat und seinen Bürgern regelt. Komplizierter wird es aber deshalb, weil es durchaus Bereiche gibt, in denen auch Behörden, in denen auch der Staat privatrechtlich handelt. Das sind zum Beispiel Vermietungsfälle für öffentliche Einrichtungen, aber auch der simple Computerkauf für die Mitarbeiter der Behörde. Also muss man, auch dann, wenn eine Behörde handelt, sich genauer anschauen, hat die Behörde öffentlich-rechtlich gehandelt, dann geht der Streit zum Verwaltungsgericht, oder hat die Behörde privatrechtlich gehandelt, dann ist es eine ganz normale bürgerlich-rechtliche Streitigkeit, die zu den ordentlichen Gerichten geht. Und für diese Abgrenzungsproblematik gibt es insbesondere zwei Abgrenzungsformeln oder hochtrabender Theorien. Das eine ist die sogenannte Subordinationstheorie. Die Subordinationstheorie sagt, das öffentliche Recht ist geprägt von einem Über-Unterordnungsverhältnis. Im Klartext heißt das, letztlich kann sich die eine Seite notfalls mit Gewalt durchsetzen. Klassisches Beispiel dafür ist das Demonstrationsrecht. Nach Gewalttätigkeiten kommt es zu einer Auflösung der Demonstration. Und dann gibt es den sogenannten Platzverweis. Das heißt, die Polizeibehörde, die zuständige Polizeibehörde, ordnet an, dass der Raum der Demonstration von allen Demonstrationsteilnehmern zu verlassen ist. Und wenn die dann weiter sich dort befinden und möglicherweise weiter Ausschreitungen passieren, dann kommt der Wasserwerfer, der Schlagstock oder Tränengas zum Einsatz. Das ist klassische Über-Unterordnungsverhältnis. Die eine Seite setzt sich notfalls mit Gewalt durch. Dann gibt es aber große Bereiche, in denen diese Über-Unterordnung gar keine Rolle spielt, weil da nicht zwangsweise durchzusetzen ist. Alle Planungsbereiche gehören dahin, aber zum Beispiel auch so etwas Simples wie Ihr BAföG-Antrag. Wenn Sie bei der Behörde einen BAföG-Antrag gestellt hat und die Behörde hat diesen BAföG-Antrag abgelehnt, dann müssen Sie entscheiden, zu welchem Gericht gehe ich, um mein Recht auf BAföG durchzusetzen. Und mit der Subordinationstheorie kommen Sie hier nicht weiter, weil das mit zwangsweise Durchsetzung, mit Über-Unterordnung gar nichts zu tun hat. Für diesen Fall haben wir die sogenannte Sonderrechtstheorie entwickelt. Sonderrechtstheorie heißt, öffentliches Recht liegt immer dann vor, wenn dem Rechtsstreit eine Norm zugrunde liegt, die sich notwendigerweise an einen Träger hoheitlicher Gewalt richtet. Also der BAföG-Anspruch aus dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, der richtet sich nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz notwendigerweise gegen eine Behörde und dementsprechend ist die Entscheidung der Behörde über das Bestehen oder Nichtbestehen dieses Anspruchs nach der Sonderrechtslehre eine öffentlich-rechtliche Entscheidung. Sie müssen also zum Verwaltungsgericht gehen. Ich hoffe damit, die Probleme dieser Abgrenzung ein wenig erläutert zu haben und danke für Ihre Aufmerksamkeit.